Und da sind wir wieder. Schon wieder ein Tag vergangen, ging schnell, oder? Ja, ganz schön schnell. Ganz schön schnell. Okay, dann erzähl mal, wo sind wir jetzt hier? Also hier sind wir jetzt in diesem kleinen Untergrund, Untergrundlager, sag ich jetzt mal. Hier ist eigentlich sogar eine natürliche Mine, also so eine gespawnte Mine. Ah, okay. Da fand ich es ganz interessant, mal so ein bisschen, da konnte ich ein bisschen Rohstoffe farmen. Hast du was Schönes gefunden in der Mine? Schöne Kisten? Ja, die Diamanten. Die Diamanten, ja. Auch so ein paar Minen. Okay, ihr seht, hier geht das weiter. Verzweigte Minengänge, die wir jetzt natürlich nicht erkunden werden. Und hier hinten ist sogar ein Spawner. Ja. Was haben wir denn hier Schönes? Spinnen. Ein Spin-Spawner sozusagen. Ja. Ah, und den hast du aber schön deaktiviert. Alles klar. Ja, Mensch, da kannst du ja noch einiges erkunden. Obwohl so... Da doch, hier sind noch einige dunkle Gänge sogar. Hier geht's auch noch weiter. Ich guck mal ganz kurz, bin gleich wieder da. Da hinten steht eine Kiste, die wird aber leer sein. Ach, ja. Und guck mal, Leute, hier ist so ein Raum. Oh, da kommt eine Spinne. Ja, oh, Entschuldigung. Ich hab dich gerade, von hinten. Noch eine. Ah, ich hab mein Schwert dabei, keine Panik. Ah, ich sterb gerade. Wer stirbt? Du? Ich, ja. Oh. Nein. Oh, warum sterben die Leute um mich herum immer? Alle Leute sterben und ich bin irgendwann ganz einsam auf dieser Welt. Na super. Wo bist du gerade? Egal, ich hatte jetzt bin ich wieder hier in Hunsgrab gespawnt. Ah, schön. Ja. Soll ich dein Kram mal einsammeln? Ach nein, ich bin schnell genug da. Ja, dann warte ich noch. Und wenn ich sehe, dass es anfängt zu despawnen, dann sammle ich schnell ein. Ach, da unten ist noch ein Spawner. Na ja. Aber der ist deaktiviert. Zumindest so halbwegs. Mit diesen Minen. Ja, völlig unberechenbar. Die hast du aber nicht ganz erkundet, ne? Nee, noch nicht. Also ich könnte deinen Kram einsammeln, kein Problem. Aber du schaffst es, meinst du, ja? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Hast ja 5 Minuten Zeit. Ja, liebe Leute, für alle, die jetzt noch nicht genau wissen, was wir hier überhaupt treiben, der Powerplayer ist der geheimnisvolle Mr. X, der schon seit Folgen um Hunsgrab herumgeistert und hier in der Welt lebt. Oh, da schon wieder die nächste Spinne. Und der hat hier sein geheimes Domizil errichtet unter dem Meeresspiegel. Das heißt, jetzt sind wir gerade in der Mine, aber das Ganze ist hier unter dem Meer. Das heißt, die Mine ist nicht unter dem Meer, die ist sogar unter dem Festland. Und er hat das hier alles gebaut, im Auftrag sozusagen von mir. Denn ihr hattet ja geschrieben, baut doch mal eine Unterwasserstadt. Die haben wir jetzt gebaut, zumindest der Anfang ist gemacht. Und ja, jetzt ist er gerade gestorben in seiner eigenen Mine. Naja, kann passieren. Ja. Das kommt davon, wenn man kein Schwert dabei hat. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass du in die Mine rennst. Ja, ich bin auch immer nicht vorbereitet auf die Sachen, die ich so treibe. Wie weit, wie weit hast du es denn noch? Dabei. So, ich bin jetzt schon wieder in der Mine. Okay. Ich komm jetzt. Dein Kram ist noch da. Ja, das will ich hoffen. Natürlich. So. Alles noch da. Ich sehe ihn noch nicht. Wer die Diamanten fehlen gleich. Jetzt hatte ich mich gerade umgedreht und dachte, wäre jetzt alles despawned, aber ist alles noch da. Ah, bitteschön. So. Ich habe drauf aufgepasst. Ich muss mich mal eben kurz etwas ausrüsten. Ja. Wieder mal sortieren. Ist ja super. Wir nehmen hier gerade die Folge auf und da sterbe ich. Ja, naja, was will man machen? Das geht aber vielen so. Guck mal, da liegen zwei Erfahrungspopel und warten auf dich. Ah, toll. Ja, die kommen hinter mir her. Warte, ich zieh sie mal zu dir rüber. Ich bin schneller. Wo sind denn jetzt meine Melonen? Ach, da. So. Ich hab hier noch, warte mal. Ich hab noch 6 Spinnenaugen für dich. Bitteschön. Die habe ich nämlich mit dem, ich hab hier noch so ein Schwert, das hat Plünderung drauf. Und deshalb sind da richtig viele bei rausgekommen. Ich würde sagen, da kommen die nächsten Spinnenhorden. Die schlagen wir jetzt nochmal kurz tot und dann gehen wir wieder zurück in den Quallenkopf, deine Mine. Ja, du schlägst die am besten tot. Ja, ich mach das. Kein Thema. Hier ist noch eine. Die machen wir auch gleich tot. Stirb. Und du auch. Okay. Und weg sind sie. Noch 2 Spinnenaugen. Können wir bald einen Handel mit aufmachen? Nee, wir kommen von da. Gut. Du kennst dich aus. Das hast du gesagt. Ja. Okay. Ja, liebe Freunde, ganz kurz mal in der Mine gewesen, ein paar Spinnen die Köpfe eingeschlagen und die 1000 Augen rausgerissen, die Spinnen ja so haben. Und jetzt zeige ich euch aber weiter, was der gute Powerplayer alias Mr. X hier gebaut hat. Die kann man schnell zumachen. Das ist ja nicht von mir. Das ist extra, damit nachts die Spinnen nicht, ne? Ja. Die das Gehirn rauslutschen. Hier geht's zum Tiergehege. Ah.
Und man muss natürlich auch mal ein bisschen mehr Fleisch essen oder ein paar Frühstückseier und Ja. dann braucht man eben auch noch ein paar Tiere hier unten. Ja. Also da kann man auch gut sehen, wie die Tiere sich an an diesen Druck hier unten anpassen. Also so unter Wasser ist ja ein Ja, bisschen stärker ah. Du der bist schon Druck. so ein bisschen auch ein Forscher, ne? Habe ich so den Eindruck. Ja. Und ich habe hier ein Ei, aber was zum Teufel soll ich denn mit diesem Ei? Oh, und ein Huhn rausgekommen. Direkt. Noch ein Ei. Ja, aber Also kein Huhn. schon. Und noch ein Ei. Ach, die leben hier aber in wilder Gemischtheit, kann man fast sagen, ne? Also es gibt ja alles auf einer Weide. Ja, das trenne ich vielleicht noch mal. Aber Schafe hast du noch keine. Genau. Die fehlen noch, die fehlen noch. Das müsste man vielleicht noch machen. Geh mal weg, du Schwein. Oh nein, ich wollte dich nicht beleidigen. Lass mich mal ganz. Ja, du möchtest raus, aber du kannst bald raus. Du kommst bald ins Bistro. Oh. Das ist jetzt aber auch nicht nett. Na, oh. Oh, jetzt ist die Kuh draußen. Ja, kann man nichts Ach, machen. egal. Ja, genau. So, dann Vielleicht wird es mal versiegle so ich hier den eine. Eingang. Jo. Du kannst ja so einen Schwamm an die Hufe machen und dann kann ich hier den Fußboden wischen. Ja, hier ist es generell schon so dreckig. Hier wischt keiner. Okay. So, hier ist dann eben der Lagerraum. Ah, ein Lagerraum, immer wieder gut. Mal gucken, was der Powerplayer hier so gesammelt hat. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon da in unserer Welt? Habe ich gar nicht so auf der Reihe. Vielleicht 2 Monate. Ja, ungefähr, ne? Natürlich nicht jeden Tag, sondern immer mal wieder. Wie gerade. Ah, ganz viele verzauberte Bücher. Stärke, Nemesis der Gliederfüßer. Schärfe, Feuerschutz. Schutz, Schutz und Glück 2. Und 43 Diamanten. Naja. Ja. Nicht Das ist schlecht. aber dein Zeug. Ja, genau. Das weißt du, ne? Gut. Ja, das ist mein Zeug. Genau. Ja, ganz viele Truhen. Was hast du denn in der Truhe? Das kann ich jetzt natürlich nicht zeigen, ist ja ganz klar. Ah, da sind nur 12 Smaragde drin. Und na ja. 12 Smaragde ist auch nicht schlecht. Warte mal, Hier, kann ich gleich Steuern. mal steuern? Ja, zwei Okay. Smaragde. Danke. Sven hat ja in Wolle bezahlt. Ja, Sven hat in Wolle bezahlt, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Normal ist ja die Währung einmal Goldpupel und Smaragde. Wolle ist da eigentlich nicht so richtig bei, aber na gut, weil er ja Hunsgrab schützt. Er arbeitet ja sozusagen für uns und du als Wissenschaftler natürlich ja auch. Aber na gut, Steuern nimmt man natürlich immer gerne. Ah ja. Ja, vielen Dank für die Steuer. Ich bin aber kein Steuereintreiber, also nicht so direkt. Eher indirekt. Aber irgendwann müssen dann ja auch mal Fördergelder für die Wissenschaft fließen, ne? Ja, genau. Die Ja, Wissenschaft und nein. die Bildung muss vor allen Dingen vorangetrieben werden. Da bin ich auch sehr für. Ja, diese Waldorfschule da, ne? Das ist, Ja, das ist die erste Schulform in den Hundskorb und das mit dem Tanzen, das klappt ganz gut. Nicht betreten Gefahr. Ja, ich hab so nix. Ich muss hier ja weiterbauen. Ja. Mit Bauleiter darf man das. Ah, grandios. Ah, das sieht Hier richtig kommt cool eben noch das aus. Schwimmbad hin. Ist noch nicht fertiggestellt. Ja. Also hier hinten soll es dann noch so weiter runtergehen. Ja. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich habe in jedem Raum so einen Weg nach unten. Ja, macht ja nichts. Das bringt dem Ganzen aber was. Also, auf jeden Fall sieht das schon sehr cool aus hier unten. Vor allen Dingen ein Schwimmbad unter dem Meer. Wer wünscht sich das nicht? Und von dem Schwimmbad aus kann man sogar den Leuchtturm sehen. Ist der Leuchtturm, der ist auch beleuchtet. Man sieht, ich guck mal, ob ich das zeigen kann. Man sieht es jetzt hier ganz schwach. Ich hoffe, auf YouTube sieht man es dann auch noch. Ihr seht, dass da die Lichter an- und ausgehen. Total cool. Können wir ja auch gleich mal draußen gucken. Ja, genau. Das gucken wir uns dann nochmal von draußen an. Ja, Ja. genau. Also hier soll Juhu. man dann bald runtergehen können in so eine Sauna. Ja. Damit das alles zusammenpasst. Also es wird auch so eine Art Erholungsoase, das Ganze hier. Oder ist es alles nur für dich als für deine Wissenschaftskumpels, wenn ihr dann hier so ein paar junge Studentinnen einladet und dann feiert ihr hier irgendwelche wilden Partys wahrscheinlich. Und Ja, bestimmt. in der Lagune. Dafür müsste ich erstmal andere Leute hier drin haben. Ja, wer weiß, kommt Im ja Moment bin vielleicht ich ja noch noch. ganz Oh, einsam. ganz alleine. Naja, vielleicht ändert sich Ja. das irgendwann mal. Du hast aber hier sehr, für alte Menschen sind deine Stufen aber nicht sehr geeignet. Die sind sehr hoch. Ne? Ja. Das ist eben das Problem. Ich habe hier ja überall Glowstone verbaut. Und so, wenn ich so Treppen nehme, dann sieht man den Glowstone nicht mehr. Ja, ist Aber richtig. und vom Glowstone gibt es ja keine
Nee, leider das heißt, nicht. Ja, vielleicht kommt das irgendwann nochmal, so halb Glowstones. Ja. Aber ansonsten ist das ja auch gut, so unter Wasser soll man sich ja auch sehr fit halten und wenn man dann so ein bisschen springen muss, dann ist das. Wegen der Bewegungsarmut meinst du, weil man ja hier nicht so weite Strecken laufen muss. Alles klar, ja, gut überlegt. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Also ist noch nicht so groß. Ist eben ein immenser Aufwand, so eine Kuppel zu bauen. Ja. Es wird schon wieder Nacht. Was hältst du davon, wenn wir kurz an die Oberfläche gehen? Ich schnapp mir irgendein Schaf, reiße dem die Wolle vom Leib. Und dann bauen wir uns ein Bett. Also ich nehme mein Bett damit. Du rennst in die falsche Richtung. Oh, ja, das ist natürlich noch so eine Sache, so gut kenne ich mich hier noch nicht aus. Aber, ja, liebe Leute, schreibt bitte mal in die Kommentare, wie ihr diese Unterwasserkuppel findet, besonders der eine und der andere auch. Na, der eine, der geschrieben hat, bau doch mal eine Unterwasserkuppel. Hier ist sie. Bitteschön. Also nicht von mir. Oh, kleiner Huster, den ich natürlich hinterher rausreißen werde. Genau, so wie die Spinnenaugen. Wie die Spinnenaugen, genau. Habt ihr gesehen? Hier, zwei Spinnenaugen. Hier. Die geben wir dem Powerplayer, der kann die besser gebrauchen. Gegen seine Unterwasserkrankheiten. Hier ist doch ganz viel Wolle. Ach nee, das ist Lehm. Das ist gefärbte Lehm. Naja, gut, ein Lehmkönig, der muss natürlich auch, ne? Okay, ich würde sagen, wir schwimmen mal kurz darüber. Dann können wir noch ein bisschen tauchen und die Unterwasserstadt nochmal von unten zeigen. Leider habe ich meinen Helm mit, Sicht und Atmung nicht. Mein Atmungshelm. Weißt du zufällig, wo ich den hingepackt habe? Vielleicht in die Verzauberungskiste? Nein. Sicher? Ganz sicher. Ja, da musst du mal gucken. Ja, muss ich mal suchen, wa? Ja. Okay, alles klar. Liebe Freunde, der Sache werden wir auf den Grund gehen. Auf den Grund gehen, auf den Grund des Meeres. Erstmal solltest du deine Krone wiederfinden. Ja, die geht ja mal kaputt. Bastel. Die hat der Teleporter aufgelöst, leider. Hier sieht man nochmal sehr schön den Leuchtturm. In seiner ganzen Pracht. Und Svente schreibt nicht wieder, also Zordan soll nicht wieder schreiben, der sieht aus wie ein Piep. Das macht er immer gerne. Musste das jetzt sein? Okay. Wir suchen ein Schaf. Um das Ganze mal wieder ein bisschen auf unter 18 Niveau zu bringen, suchen wir jetzt ein Schaf. Da hinten ist eins. Also ich hab hier noch ein Bett, ne? Ja, ich hab aber keins. Ja, aber hier ist noch eins. Ich hab hier eine Oberfläche eins. Ach so, ja gut. Dann töte ich nur den Zombie und dann gehen wir schlafen. Ah, da hinten ist auch die Hütte. Kennt ihr die noch? Von der ersten Halloween-Folge, vom ersten Halloween-Special, die Hütte. Könnt ihr da hinten am Horizont erkennen? Da hinten ist er. Und jetzt haben wir auch zwei Betten. Ich hätte mir auch eins gebastelt. Ich habe ja mal so eine Ausbildung beim dänischen Bettenschlager gemacht. Dämlichen Bettenlager, so hieß das. seitdem kann ich Betten bauen, so in einer Hand. Gute Nacht. Du bist ja total talentiert. Ja, in allen möglichen Sachen so, eigentlich. Ja, also wer dann hier Bürgermeister vom Boxsprung werden will, ne, das müsst ihr euch mal anhören. Sowas müsst ihr auch können. Ja, sowas müsst ihr auch können. Mit einer Hand ein Bett drehen, ganz schnell. Ja, an alle Bewerber, ne, das müsst ihr schon können. Genau. Ja, es wird nämlich dann so eine Art Wettbewerb oder sowas geben. Da sind wir gerade hier unsere riesigen männlichen Gehirne, strengen wir da gerade tierisch an, um da das Richtige rauszufinden, wie wir das dann gestalten. Okay, hier nochmal der Turm jetzt gerade im Nebel. Sieht sehr cool aus. Stell dich mal hier vor. Ich möchte mal ein Foto machen. So? Ja, weil, weißt du, das Foto, das verrät jetzt nicht so viel. Aber, okay, warte mal. Foto. Es verrät nicht so viel, aber in der Folge werden dann hinterher alle sagen, ach, da hat er das Foto gemacht. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, lass uns mal zurück nach Hunsgrab. Ich habe nämlich noch eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Überraschung. Okay. Ja, genau. Hast jetzt nicht mitgerechnet, darauf war ich jetzt gar nicht gefasst. Nee. Also, liebe Freunde, hier wird in Zukunft, jetzt kann man das auch sehr schön sehen, hier wird in Zukunft dann immer eine größere Stadt entstehen, unter Wasser. Wenn ihr irgendwelche Tipps für den Powerplayer habt, was er denn noch bauen könnte bei so einer Unterwasserstadt, was da noch fehlt, dann schreibt die bitte in die Kommentare. Der Powerplayer wird sie dann lesen, die Kommentare, wie immer. Und natürlich auch beantworten. Und natürlich auch beantworten. Wenn YouTube es zulässt. Diese tolle Verknüpfung mit Google Plus. Ja, die ist momentan noch ein bisschen ärgerlich, das stimmt. Ich frage mich, ob sie je nicht ärgerlich sein wird. Ich hoffe es. Also,
Im Moment ist es ja alles komplett Ja, Käse. alles Neuland, wie ich immer so schön sage. Okay, würde ich sagen, lass uns mal nach Hunsgrab fahren und gucken, ob da alles in Ordnung ist. Hast du da ein Schwert dabei? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht, ne? Braucht man ja auch nicht. Ich habe gar kein Schwert. Du hast kein Schwert? Nein. Bist du Pazifist? So, unter Wasser sind nirgendwo Monster, außer ich gehe in die Mine, aber Ja. das mache ich im Moment ja nicht. Okay. Außer so ein Besucher will da unbedingt rein. Ja. Also ich Solltest du dir komme ja auch vielleicht nur an ganz den gezählt. Eingang der Mine so ein Schwert hängen oder eine Kiste, wo Waffen und Rüstung drin hast? Ja, wäre auch so eine gute Idee. Ja. So ein Rahmen und dann da so ein Schwert drin, dann kann man das ja dann immer so Bei rausmachen. Bedarf bitte einschlagen. Den Rahmen natürlich. Okay, wir sind wieder in Hunsgrab im Hafen angelangt. Wow, bam! Oh. Oh, beide kaputt. Ja, bringe ich hier zu der Bolle, ne? Der ist Hallo. immer noch nicht da. Der wollte zu Pfingsten kommen, jetzt bald wieder Pfingsten. Und ich habe ja den Verdacht, dass der dieses Jahr, also nächstes Jahr Pfingsten meint. Ja, hier ist alles Tja. friedlich in Hunsgrab. Ja, die Überraschung existiert eigentlich nur in meinem Schettel. Und dafür gehen wir jetzt erstmal in deine alte Elektrikerbutze. Die Überraschung hat aber nichts mit Arbeiten zu tun, oder? Nein, 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 natürlich nicht. Ist ja nicht so, dass ich sagen würde, zum Beispiel bauen unter Wasserstadt oder sowas. Nein, nein. Hier, das ist ja Weil die, mir das so anstrengend ist, ne? das ist ja die Elektrikerbutze, die Redstone-Butze vom Powerplayer. Na? Ja, Richtig? meine Die ist alte. ganz schön klein. Und da es ja so unglaublich viel Redstone-Sachen gibt bei Minecraft, habe ich mir überlegt, komm mal mit. Komm mal mit. Moment, ich muss mal eben kurz mein Schild hier neu anbringen. So, jetzt ist es noch ein bisschen schöner. Ah, So, genau. jetzt Ja. folge ich dir. Du hattest ja schon mal geredet, du müsstest eigentlich mal so eine Außenstelle haben. Ja, so eine Zweigstelle Eine am neuen Markt. Zweigstelle. Und du weißt ja, dass hier Appelwalsruh, das ist ja sozusagen unser Industriegebiet. Hier haben wir ja die Bognerei. Blatt, wie hieß er nicht? Hang ich hier mal ein Schild? Das hängt hier vorne, ne? Ja, Ah, genau. Bognerei, Gebrüder Blattschuss. Gebrüder Blattschuss. Dann haben wir hier oben ja die Wollfarm, also unser Wollladen. Gerber und Färber Tintensack. Ne? Ist ja hier ein Bauwerk der GGDFA, genau. Und hier ist noch so ein richtig großer Platz. Und Oh. ich möchte dir ganz gerne hier, vielleicht auch zusammen mit dir oder für dich in den Videos, gerne einen richtig großen Redstone-Palast sozusagen bauen, wo du ganz viel Werkzeug und ganz viele Kisten und ganz viel Material hast, um dein Handwerk hier in Hunsgrab weiter auszuüben. Hier liegt noch Schnee. Ja, hier liegt Schnee. Und ich dachte Okay. erst, ist hier vielleicht so eine Ecke Winterbiom, weil man hat ja manchmal diese Chunk-Fehler, bis ich dann erfahren musste, dass der gute Zordan hier wohl mal ein paar Experimente gemacht hat und einen Schneemann gebaut hat, der dann hier rumgelaufen ist und dann aber hier hinten hingelatscht ist, in diese Ecke. Und hier ist ja Wüstenbiom, sieht man ja auch hier im Gras. Und dann ist er Und dann ist geschmolzen. er geschmolzen. Traurig, aber wahr, meine lieben, tapferen Freunde. Ja, was hältst du davon? Hier ist noch alles ziemlich wild, aber du kannst dir hier so ein Schild hinstellen, wenn du willst. Dann würde ich dir das als. Habe ich sogar dabei. Ah, schreib was drauf, wie der Laden mal heißen soll. Und dann bauen wir hier eine richtig große Redstone-Lampengeschäft oder so. Irgendwas bauen wir hier hin. Also deine Elektrikerbude wird dann etwas expandieren, explodieren und so. Und kommt dann hier hin. Finde ich eigentlich ganz nett, den Platz hier, oder? Guck mal, du kannst hier sogar die Pegasus sehen von hier aus. Die jetzt hier bei uns allerdings ziemlich im Nebel verschwindet. Ah, ich kann sie sehen. Ah, ich habe den Nebel ein. Es ist sehr neblig, wollte ich sagen. Ah, guck mal, was er drauf geschrieben hat. Baustelle Powerplayer Redstone Butze 2. Ja, genau. Also die alte Redstone-Butze hat ja schon irgendwie so. Das ist ja schon fast Retro. Das hat ja schon Die bleibt natürlich, ne? Ganz Originalitätswert. klar, die bleibt. Aber hier kommt dann nochmal ein großer Laden hin. Vielleicht kannst du ja die kleinen Redstone-Butze zum Basteln nehmen und hier dann die fertigen Sachen verkaufen. Ja, Also hier dann zum das wäre Beispiel natürlich die auch interessant. Dispenser und die ganzen anderen Sachen, die mit Redstone zu tun haben. Und da hinten ist dann sozusagen deine Mechanikwerkstatt und hier baust du dann nochmal so ein großes Redstone-Einkaufszentrum hin. Eine Mall. Und ich könnte vielleicht so ein zwei, also dass man das so in zwei Hälften teilt und dann eben so einer zum Einkaufen und der andere ist dann so eine Art Redstone-Labor, wo ich dann so neue Ja, Sachen ausprobieren kann. genau. Das wäre Was natürlich hältst du auch davon, wenn sehr ich den schön. Grundbau mache und du richtest das Ganze dann so ein, wie du willst?
Ja, das ist eine gute Idee. Okay, so machen wir es. Liebe Leute, der Plan ist getroffen. So wird's gemacht. Ja, demnächst hier auf diesem Kanal. Also, jetzt hast du auch eine Niederlassung in Appelwalsruhe in einem anderen Stadtteil von Hunsgrab. Hier wird sogar nochmal ein Tor hinkommen, irgendwann mal. Das heißt, du hast auch hier super Verkehrsanbindungen und alles. Das ist ja toll. Ja, ist total. Laufpublikum ist ja momentan hier noch. Hallo? Nur einer? Nee, die rote Lola. Müsstest du nicht arbeiten? Ach so, nee, du hast ja arbeitest nachts und hast tagsüber frei. Was hast du denn für Angebote? Hat aber tolle Angebote. Die hat super Angebote, ja. Ach du, Hannes. Ah! Warte mal. Wir haben doch noch ein Namensschild. Jetzt muss ich dich nochmal für was missbrauchen, dann wird die Folge ein paar Sekunden länger. Komm mal mit. Ja, ich bin hinter dir. Komm mal mit. Wir rennen jetzt mal ganz kurz zu meinem Geheimversteck. Weil ich glaube, da habe ich noch ein Namensschild, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war das bei Volko? Da muss ich jetzt ganz kurz mal gucken. Dann kann ich dich nämlich dafür missbrauchen, dass wir einfach mal einen Burger benennen. Ah, hier ist es nicht. Hier wenn ist es denn auch funktioniert. Nicht. Nee, das war im Geheimversteck. Da müssen wir jetzt mal hin. Oder halt in die Bürgermeistervilla. Da können wir auch an die Endertruhe rankommen. Ich weiß es jetzt nicht genau, wo, in welcher Truhe ich es hatte. Beiseite! Alle beiseite, wir haben einen geheimen Auftrag. Also ein Experiment. Denn jemand von euch, gucken, ob ich hier den Zettel irgendwo habe. Nee, habe ich nicht. Einer von euch, also einer aus unserer supergeilen Community, hat nämlich geschrieben, du könntest mal versuchen, wenn du einen Zettel nimmst, also ein Namensschild, Nametag, und jemand handelt mit einem Burger, dann kannst du ihn eventuell benennen. Okay, es könnte sein, dass wir es hier drin haben. Nee, das ist nicht. Aber wo ist es? Ah, wäre blöd, wenn wir es jetzt nicht finden. In irgendeiner dieser Truhen muss es sein. Nein. Hast du es gefunden? Und ganz sicher, dass hier irgendwo ist? Nö. Warte mal. Oder war es bei der Post? Ah, ich weiß es gerade nicht, verdammt. Tür auf, warte mal. Oder was hier drinne? Nee, ist nicht da. Ja, müssen wir verschieben auf ein anderes Mal. Verdammt. Oder warte mal, wir können noch mal ganz kurz. So detailliert werden die Karten bei Minecraft aber nicht, dass du da jedes einzelne Item sehen kannst, ne? Nein, leider nicht. Ich werfe hier mal ein Spinnenauge rein. Gucken, ob das auch geht. Oh, daneben. Daneben geschmissen. Ja, das gucken, ob das schwer genug ist. Ja. Ja. Kannst auch gleich einsammeln. Warte mal, wir haben ja auch noch Kisten. In goldenem Moor rüber. Ne, hier ist auch nicht. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Irgendwo war hier ein Namensschild verborgen. Schreibt das mal in die Kommentare, wo das Namensschild ist. Und wenn wir das nächste Mal Besuch haben, dann müssen wir aber... Ha. Verdammt. Egal. Egal ist es nicht, aber... Nee, hier haben wir auch keins. Und hier auch... Da auch nicht. Ah, gut. Dann würde ich sagen, es wird auch gerade dunkel. Vielen Dank für deinen Besuch. Hier, ich bezahle dich noch mit einem Spinnenauge. Toll. Die offizielle Währung der Bürgermeister. Es wird gerade dunkel. Du solltest dich auf den Heimweg machen zum Quallenkopf. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat ihm Spaß gemacht. Weg ist er. Ja, liebe Freunde, das war's. Hier wieder aus Hunsgrab und anderswo vom Quallenkopf und aus dem Rest der Welt. In der nächsten Folge bauen wir weiter am Luftschiff. Es wird dunkel. Liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.